Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, meine Freunde, in der letzten Aufnahme. Ja, wir retten nicht gleich. Es gibt noch ein paar Infos. Ja, dieser Part jetzt hier, den ich jetzt aufnehme, das wird ein einzelner Part sein, wird jetzt die Qualität sich um mindestens um 70% gesteigert haben. Ja, warum? Könnte eigentlich auf der Hand liegen, weil ich Lappen immer gedacht habe, ja, warum nimmt mein PC eigentlich nicht im Full-Size auf? Warum ruckelt der im Full-Size-Modus? Also in Fraps im Full-Size-Modus. Da hatte ich dann heute mal mir gedacht, lade ich mal Dick Story runter, die Testversion, und habe dann geguckt, ja, die und die Einstellung, ja, das passt. Und dann habe ich gesehen, Festplattenprüfung. Wie viel MB pro Sekunde die Festplatte macht. Und da hat sich ergeben, dass meine externe Festplatte, mit der ich immer meine Let's Plays aufgenommen habe, total schlecht ist fürs Aufnehmen. Die hat 20 MB pro Sekunde und das ist eindeutig zu wenig. Und dann habe ich immer gedacht, nehme ich mal meine interne. Die hat zwar nur 200 GB, aber die hat dafür 56 MB pro Sekunde und das reicht locker aus für Full-Size-Videos. Und jetzt nehme ich im Full-Size-Modus auf und in Full-HD. Ich werde das Ganze in Full-HD aufnehmen, Full-HD rendern und mit Camtasia. Camtasia ist gestern, ist Geschichte, ist nada yet. Ich werde jetzt immer mit Adobe Premiere CS6 aufnehmen in Full HD und da wird die Qualität sich richtig, richtig verbessern. Und das ist auch für mich angenehmer, weil es schneller rendert. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Frau da retten, die wir retten sollen. Die ja letztens... Nein! Die sich ja letztens hier aufgeregt hat. Und letztes Mal hat sich Assassin's Creed gedacht, ja, nehmen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Das Spiel abbrechen. Und das war nicht so das wahre Gelbe vom Ei. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Schlag bei Damen? Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Upsala. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, was das sein wird, werden wir gleich erfahren. Und ich hoffe, wir kommen jetzt da... Ja, voilà. Dreh um. Ja, die Lenkung ist super präzise hier. Nicht? Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Nice. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Nice. Nice, Bro. Gut, okay, alles klar. Ja, das ist jetzt hier auch so eine Art... Was ist das? Warum blinkt das hier? Das ist mir schon in der Testaufnahme aufgefallen. Auf jeden Fall wird... ist das jetzt auch so ein kleiner Test? Da wird man sehen können, wie... Scheiße. Wie groß die Dateien werden in 20 Minuten. Ich werde jetzt so 20 Minuten circa aufnehmen, den Part. Und dann muss ich gucken, ob ich das denn auch sessionsweise aufnehmen kann in Full HD, Full-Size-Modus, weil sonst habe ich ein Problem mit 200 Gigabyte. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca de Milano.
Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forli. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ja, nice. Alles klar, gut. Das Spiel läuft auch um einiges flüssiger dadurch. Ich weiß zwar nicht warum, aber es läuft auf jeden Fall flüssiger und das ist natürlich genauso nice. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Ja, cool. Ja, runter. Wo sollen wir denn hier runterkommen, Alter? Mann, ey. Und man kann doch nicht mal laufen mehr. Ja, super. Egal. Ach doch, kann man. Ah, hier runter. Oder? Ja, hier ist sie doch. Super. Kleiner Leck. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Ja, sicher. Komm mit. Okay. Wir sollen mitkommen. Lauf, Junge. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Toll. Der Tipp war jetzt ausschlaggebend. Mann. What the fuck? Verarschen? Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Ach so, na dann. Dennis, nein. Blöd. Dann ist ja alles okay, ne? Dann ist ja... Dann bin ich ja beruhigt. Ich habe ja vergiss es. Ja, das ist gar nicht... Das ist auch gar nicht leicht, gar nicht schwer hier. Einfach, glaube ich, jetzt so. Im Moment, wir rennen, glaube ich... Ah ja, warum leckt er jetzt? Huch. Genau, hier rauf. Und springen. Und wir könnten doch einfach... Hätten doch einfach auch die Leiter nehmen können. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Alles klar, cool. Und jetzt? Hä? Hallo, und ihr hetzt. Gibt's hier noch mehr von den Scheißdingern oder was? So, hier ist, klettert wie so ein Affe hier hoch. Oh, so, nee, das wollte ich gar nicht. Ja, und jetzt gehen wir, glaube ich, wieder hoch, oder? Nee. Das kann nicht alles gewesen sein. Nee, da ist noch eins. Ich glaube, wir müssen alle sammeln. Pferd? Gut,
Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Alter Ihr gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm angetan. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Super. So, und jetzt, gibt's hier noch was? Hier ist angeklickt, da ist angeklickt, eigentlich gibt's ja hier... Oder... Ach ja, wo können... Ach Mann, oh, Mann. Hier haben wir noch sowas, wo wollen wir denn... Ah, nee. Halt dich fest. So. Komm, hopp. Junge, gibt's hier noch was? Nee, ne? Okay, hier haben wir ein, also hier haben wir das Sicherheitssystem. Also hier sehen wir immer, wie das verbunden ist. Also jetzt persönlich sehe ich hier nichts mehr, was man noch verbinden müsste. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich weiß es nicht. Ja, genau hier. Ah, hier. Genau, das dürfte alles sein. Nein. Okay. Bäm. Alles klar, ich komme. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Okay. Gut, wir sollen jetzt uns ins Bett legen. So, und wir machen es natürlich umständlicher, als es ist. Okay. Gut, dann wollen wir uns mal... Ach du Kacke, was ist das denn? Wer ist das? Ein Pferd. Noch ein Pferd. Alles nur Pferde. Ich habe eine Pferdenphobie. Verdammt. Okay. Alter, ihr? Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter, ihr? Wie zur Hölle.
Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein. Das muss ein Ziel sein. Komm, geh hoch. Okay, den sollen wir eindeutig umbringen. Nein. Verdammt. Okay, das ist jetzt ziemlich strange. Daran kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Erinnert mich irgendwie an Assassin's Creed Revelations. Fuck. Fuck, Mann. Scheiße. Fuck. Stranger Shit. Junge, lauf. Junge, geh doch. Oh. Ja klar, logisch. Wir sind ja hier bei Assassin's Creed und nicht bei einer Talkshow. Okay, ja, das ist leicht, aber wir spielen Alter Ihr. Das ist sehr, sehr, sehr nice irgendwie. Ich hoffe wirklich, dass der Speicher reicht. An die Lampe. Na, hallo, willst du jetzt mal an die Lampe springen? Na los. Na, verdammt, wie soll ich das machen? Nein, oh Mann. Okay, das ist eine Scheiße. Das ist blöd. Dieser Part wird nur fail. Fail, alles nur fail. Naja, gut. Muss ja auch mal sein, ne? Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das muss ein Ziel sein. Das ist Akon. Und Alter Ihr. Wie zur Hölle? Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Sollen wir ihn einfach nur verfolgen oder sollen wir ihn auch auf die Fresse hauen? Aber die Wachen, die tun ja nichts. Aber ja, klar, logisch. Ach, ich freue mich schon auf Assassin's Creed 1. Ja, das wird natürlich auch noch Let's Played. Ist ja ganz klar, ne? Ist ja total der Klassiker. Da gibt's auch nichts dran auszusetzen. Weil ich will alle Assassin's Creed Teile machen und das sind auch schon alle. Bis auf halt Teil 1 und Teil 3, wenn er kommt. Aber Teil 3 geht natürlich vor. Ja, Moment. Ja, klar, der kann mich umrennen. Ja, klar, hier, Junge. Junge, das finde ich nicht nice. Okay, wir sollen hier hoch. Das ist amtlich. Und das ist falsch, was ich hier mache. Wir klettern jetzt einfach nochmal hier hoch. Das werden wir in diesem Part noch machen. Ja. Und jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. So, einfach. Nein. Wie macht man das denn? Wow. Ach so, ja, ich glaube irgendwie so. Ich komme hier nicht weiter. Ja, fast. Das ist fast richtig. So, und... Nein. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, genau. So war das. Nice. Und jetzt gehen wir mal hoch. So. Und... Hip. Hip. Hip, hurra! So. So. So.
Und jetzt müssen wir hier rumklettern. Ach, Alter, hier zu steuern ist irgendwie nice. Tja. Na, oh Mann. Nein, es ist nicht nice. Es ist nicht nice. Och, Mann, ey. Mann, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Ja, gut. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich muss ja erstmal abreagieren, obwohl ich mich nicht richtig aufgeregt habe. Das waren auch schon 20 Minuten, die wir hier verplempert haben für nichts. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Bis dann, Leute. Ciao.